Also kommt eine Frau zum Doktor und sagt, Herr Doktor, ich habe immer so Kopfschmerzen, was kann ich dagegen tun? Und dann sagt er, kommen Sie mal mit, geht so vor den Spiegel und sagt, reiben sich immer die Schläfen und sagt, ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe keine Kopfschmerzen. Ach, sagt, ich merke schon, es wird schon besser. Sagt der Doktor, kann ich Ihnen mal meinen Mann vorbeischicken? Der hat im unteren Bereich so Motivationsprobleme. Und dann sagt, freilich können Sie auch mal kommen. Da geht der Mann hin und kommt wieder freudestrahlend wieder, aber immer wenn es zur Sache gehen soll, verschwindet er im Bad. Und das geht so 4 Wochen lang. Ich muss doch mal gucken, was er macht. Schleicht er hinterher, macht sie die Tür auf, sieht sie, wie er vor dem Spiegel steht, sich die Schläfe reibt und sagt, das ist nicht meine Frau, das ist nicht meine Frau. Das Bild ist hier, deswegen bin ich da.